Damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren XL-Folge in unserer FNs 23 mit Teamgare, mit Audi. Wir sind diese Woche in Spielberg, Österreich und ich liebe diese Strecke. Aber abonniert gern kostenlos den Channel, falls es auch so mit meinen Videos geht. Und ja, lasst doch gern ein Däumchen rum da und schaut gerne auf Social Media vorbei. Hier haben wir also 4,3 Kilometer, 10 Kurven, 3 DRS-Zonen. Spielberg einfach eine Highspeed-Top-Strecke und hoffentlich können wir das Ganze im Qualifying ausloten. Da geht es jetzt nämlich direkt rein. Ich hoffe, dass wir heute eine gute Position rausholen. Aber jetzt mal hier im Getummel, was ist hier nun los? Jeder ist irgendwie langsam unterwegs. Ich habe keine Ahnung, warum die alle abbremsen. Die sind dann anscheinend auch hier auf Warten aus. Und ja, da lasse ich mal alle warten. Es ist eh noch ein bisschen Zeit. Ja, und jetzt darf ich dann endlich loslegen. Let's go in die letzte Kurve rein und der finale Run. Wir sind aktuell mal Erster, aber ich habe da wirklich die größte Befürchtung, dass das nicht reichen wird. Jetzt mal Richtung Turn 1, die Niki Lauda Kurve. Gut erwischen und die haben wir gut erwischt. Der Exit ist verdammt wichtig und der war toll. Über eine Zehntel konnte ich da finden. Den Berg rauf, die neue Schikane für die MotoGP vorbei. Und jetzt geht's in die Haarnadelkurve. Die hat es wirklich in sich, denn sie geht auch bergauf weg. Und da konnte ich die Zehntel wieder mitnehmen, auch wenn ich ein bisschen verloren habe. Also sicher 20, 30 Tausendstel, die wir hier liegen lassen haben. Aber das juckt mich jetzt aktuell mal nicht. Jetzt hier runter neben diesen Curb kann man gern kommen. Finde ich nochmal ein paar Tausendstel. Und wir kratzen knapp an den 2 Zehntel, während es hier an den Bullen jetzt rundherum geht. 3 Zehntel im Delta Purple im Mittelfeld. Beim Rausbeschleunigen die Lenkung spät aufmachen, Full Speed durchdrücken. Jetzt geht's in die Jochen-Rindt-Kurve. Eine Schlüsselkurve der Strecke. Hier eigentlich ganz, ganz behutsam gewesen. Innen weit den Körb genommen und die Lenkung früh aufgemacht. Über 1,5 Zehntel. Gucken wir uns die Startaufstellung an. Kommen wir nun zur Startreihenfolge für das heutige Sprintrennen. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position. Und Yuki Tsunoda macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Hauge, Sainz, Verstappen, Theo Pourchaire, Norris, Oscar Piastri, Leclerc, Russell, Stroll, Joe, Liam Lawson, Gasly, Ocon, Daruvala, De Vries, Sargent, Doohan, Albon, Drugovic und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, also schalten wir runter zum Start dieses Sprintrennens. Zu meiner Verblüffung hat es tatsächlich für die Pole Position gereicht. Yuki Tsunoda startet neben uns und lights out und let's go hier. Spielberg Sprint und das kann wirklich genial werden. Der Start war top. Ich komme gut vom Fleck weg, auch Dennis Hauger kommt gut vom Fleck weg, drückt. Ja Mann, was macht der hier? Der gibt mir hier den Bang mit und ich muss neben die Strecke. Das ist natürlich absolut Worst Case, dass ich hier gegen Hauger den Fight in Turn 1 verloren habe. Aber so fair finde ich das gar nicht, Bro. Da drücke ich mich jetzt mal rein, lasse ihn aber jetzt auch innen genug Platz. Und ja, da gibt es auch die Verwarnung der Kollision, da lasse ich ihn mal vorbei. Das war mir auch ehrlich gesagt ein bisschen zu garsch. Was soll ich sagen, ich war schon noch ein bisschen sauer hier, denn dieser Move in Turn 1, der hätte nicht sein müssen. Der war eh vorbei. Ah Mann, da kommt mir jetzt gleich mal richtig das Heck. Wir fahren mit Traktionskontrolle Mittel. Also da ist natürlich auch wirklich sehr, sehr schwierig jetzt in diese beiden sehr, sehr schnellen Linkskurven. Da ist mal Hamilton abgeflogen im Qualifying, was ich nicht so toll fand, dass da alle gejubelt haben und so. Das hat mir nicht ganz gefallen. Aber was erwartet man sich von Niederländern, die da schon einen Alkoholpegel haben, vermutlich. Also das ist ehrlich gesagt klar. Dennis Hauger hier, top vorne, halbe Sekunde, hat er sich da tatsächlich ja mal eigentlich freigestrampelt. Ja, ist jetzt nicht über den Berg drüber, aber das kann schon nochmal eng werden. Und ich hoffe natürlich auch auf DRS Unterstützung. Dann ab Runde 3, ich werde ihn jetzt aber auch noch nicht richtig stark pushen und attackieren. Mit DRS wird das nämlich nachher viel, viel einfacher. Doch, ich komme viel, viel besser aus der Kurve raus. Setz mich links neben Hauger, weil er da direkt rechts abdeckt. Ja, links ist natürlich blöd. Ich muss da mit dem größeren Radius gehen und die verliert da natürlich wieder die Zeit. Wir gucken uns mal die Start-Replay an. Und die war eigentlich nicht gerade
gut von Yuki, der ist ganz, ganz grottig gestartet. Hauger hatte da tatsächlich den besten Start. Wir gehen da, na, man muss aber ehrlich gesagt sagen, ja, er bleibt da zwar hart auf seiner Linie, aber jetzt zurückblickend in der Replay, muss ich da wirklich zugeben, dass Hauger einen Ticken vorne war. Vielleicht hat er zu spät gebremst, aber er war einen Ticken vorne und ich quetsche mich hier irgendwie durch. Ja, war gut, dass ich ihn da den Platz wieder zurückgegeben habe. Das war nicht gerade fair von mir, das muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber jetzt tatsächlich geht es hier erneut in den Fight. Runde Nummer 3. Dennis Hauger hier, ich wollte so ein bisschen diesen Switch da reinmachen. Ist mir nicht ganz gelungen, da kam es zur Berührung, aber ich habe dennoch verloren. Er deckt wieder jeden ab, ich muss wieder außen und das kann tatsächlich wieder ganz knapp werden. Diesmal habe ich einen tollen Exit, komme aber ein bisschen ins Kies. Musste einmal korrigieren und kommt da tatsächlich in dieses Kiesbett rein. Das wird leider heute nicht das einzige Mal sein, dass wir einen Oh-Moment haben. Das kann ich euch leider schon versprechen. Ja, und ja, das drückt natürlich jetzt auch wieder Lando Norris ein bisschen näher zu uns. Der rückt da wieder auf. 2/10 ist er nur noch hinter uns. Und ich muss mich jetzt sputen, um an Hauger dranbleiben zu können. Wir sind eine halbe Sekunde hinten. Track Limits gibt es halt hier nicht. Lando Norris zieht hier an uns vorbei. Er sieht seine Chance, kann aber nicht ganz mit der Pace mitgehen. Da bleiben wir auch nach der Start- und Zielgeraden vor Norris. Das war ganz, ganz wichtig. Doch, was macht Hauger? Was wird Hauger machen? Wir werden so spät wie möglich ihn overtaken und er geht da mit einer ganz beschissenen Linie raus, aber zwingt mich so ein bisschen noch einmal zu bremsen, sonst hätte ich mit so einem Überschuss aus der Kurve rausfahren können. Aber der ist halt mitten in der Kurve gestanden und ich konnte da nicht viel machen. Das wird mir auf jeden Fall noch ein interessantes Rennen, wenn es schon im Sprint so knapp wird. Und hier war es dann nun endlich soweit. Der Time to Shine, Runde 3, aber Runde 5, den Berg hinauf, wo ich schon so erbarmungslos oft probiert habe. Da konnte ich nämlich einmal vors Auto fahren und er konnte nicht perfekt einlenken. Und somit bleiben wir vorne. Es geht in die letzte Runde rein. Und was soll ich sagen? Ich führe zwar nur den Sprint an, aber wir führen hier in einem Audi den großen Preis von Österreich an Sprintrennen. Das kann auch einmal sehr, sehr heiter werden und da komme ich mit einem fetten Oversteer aus der Kurve raus. Ich muss hier direkt abdecken und das ist natürlich ganz, ganz bitter. Denn es gibt hier DRS und auch Lando Norris ist ganz, ganz knapp dran. Er wird auch hier, ja, der sticht da direkt rein, der Soziopath. Das ist natürlich eher unüblich. Ich kann trotzdem Glück im Unglück sagen, ich habe es hier aus der Kurve lebend rausgeschafft und immer noch als Führender. Lando Norris ist jetzt Zweiter. Aber das ist mir ehrlich gesagt egal, wenn Hauger da das Risiko eingehen will und mich da overtaken muss, dann muss er auch damit rechnen, ja, dass Lando Norris ihn noch catchen wird. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr heiterer Sprint. Die Reifen sind natürlich nach 8 Runden Full Pushing komplett am Limit, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Wir müssen es nur noch über die letzten beiden Kurven schaffen. Ja, Norris wird hier nicht mehr angreifen. Und auch in der letzten Kurve glaube ich, dass nicht nur der Exit sollte hier sitzen und der macht das. Ich komme zwar ein bisschen in die Strecke, doch die Stewards haben Automaten auf den Augen und wir gewinnen den Sprint. Immerhin mal ein Rennsieg nach ja echt einem katastrophalen Kanada-Rennen. Schaut gerne in die Playlist vorbei oben rechts. Und wie gesagt, abonniert auch gern kostenlos auf TikTok und Instagram. Links mal alle unten in der Bio, während wir jetzt hier uns die Startaufstellung noch einmal angucken werden. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position und Lando Norris steht daneben. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Hauger, Sainz, Tsunoda, Theo Pourchaire,
Verstappen, Russell, Oscar Piastri, Stroll, Leclerc, Ocon, Gasly, Joe, Liam Lawson, De Vries, Drugovic, Daruvala, Doohan, Sargent, Albon und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Traumhaftes Wetter gibt es hier mal wieder, leider Regen und das beim Heim Grand Prix. Und das wird leider das dreiviertelteilige Rennen so bleiben. Lights out und let's go. Wir fahren mit Traktionskontrollmittel und ich komme nicht vom Fleck weg. Lando Norris direkt zieht da an uns vorbei. Ja, ich probiere zwar in Turn 1 dran zu bleiben und es reicht. Es reicht. Wir können hier im Regen an Norris in Turn 1 vorbeigehen. Aber guck dich mal an, wie der angeschossen kommt. Ich dachte mir, es wird nicht viel Sinn machen, das URS aufzudrehen. Aber ja, Norris hatte da anscheinend eine bessere Taktik. Wir gehen direkt mit 1,3 Sekunden Vorsprung zu Yuki und da gibt es wieder Gelb. Das ist aber, glaube ich, komplett normal für diese Haarnadelkurve, gerade in Turn 1. 1,1 Sekunden, was hat Norris jetzt gemacht? Ich bin einfach nur normal hier herumgecruised und bin da tatsächlich jetzt mit einer Sekunde Vorsprung beim Hauptrennen auf dem ersten Platz. Ich kann aber auf jeden Fall versichern, das wird heute noch sehr, sehr eng werden. Huch, ja. Ich weiß natürlich nicht genau, wie es aussieht, wie kann man, wo, wie, was, wann kann man das Gas voll durchdrücken und das ist halt das große Problem zwischen KI und mir im Regen. Die KI weiß halt direkt, wo du full pushen kannst, wo du, oder die KI fährt halt direkt perfekte Zeiten und ja, ich muss mich da jetzt mal dran tasten, das probiere ich eh immer wieder zu erklären. Es ist halt theoretisch, ja, unmöglich von Anfang an zu wissen, ja, wie du hier fahren musst. Das hat natürlich jetzt viel Zeit gekostet, diesen paar Spins hier einmal abdecken ist erlaubt. Aber Lando Norris ist natürlich nicht dumm, der geht jetzt auf die Innenseite und wird da tatsächlich uns wieder knapp werden. In Turn 3, glaube ich, ist das, können wir aber da immer wieder kontern. Und natürlich, wenn er da die Außenseite hat, ist er auch noch vom Radius her weiter weg. Und ich mache da immer so viel Zeit gut, dass ich dann wirklich bis zur nächsten Runde hier wieder safe bin. Wir gucken uns aber dennoch die Start-Replay an und die war eindeutig. Lando Norris hatte hier den wesentlich besseren Start, also guckt euch das mal an. Ich kann nur von Glück sagen, dass ich außen war und viel mehr Schwung hatte, um dann, ja, da doch besser rauszukommen. Was mich dann wundert, der Endspeed war dann wieder von Norris viel, viel stärker. Also kein Plan, wie das funktioniert hat, dass der auf dem Berg hoch, ohne Windschatten und so weiter, an uns easy vorbeiziehen hat können. Das ist für mich theoretisch, ja, nicht möglich. Vierte Runde mittlerweile. Es schaut mir immer noch nach Regen aus. Yuki Tsunoda mittlerweile auf den zweiten Platz. Es fällt mir unfassbar schwierig, das Auto on track zu halten. Die Bedingungen sind krass. Ich habe mich auch zuerst mal gefragt, wie das mit dem Wetter aussieht. Für mich hat sich so angefühlt, als ob der stärker werden würde, dieser Regen. Dabei sagt er, keine Ahnung, 20 Minuten oder so ist der Regen vorbei. Bro, sind wir im gleichen Land? Aus der Kurve raus lasse ich die Konkurrenz eigentlich stehen, aber dann ab halber Geraden. Die Beschleunigung ist top, aber der Endspeed ist flop von unserem Audi. Jo, da kommen wir auch weit auf den Körper drauf, doch wir können uns da gerade noch so safen. Hinten ist auf jeden Fall zu sehen, dass die Williams und die Haas richtig Probleme haben, gerade die Haas. Die sind nach 5 Runden schon so weit abgeschlagen. Das ist natürlich dann tatsächlich bitter für die Jungs. Das ist sehr, sehr bitter. Auch die Williams sind da ja allein auf Kilometer weit. Ist da der eine Williams weit, weit weg vom anderen. Und auch der ist etwas weiter weg. Purple im Mittelsektor. Scheint so, als ob ich mich endlich gefangen habe. Ich probiere natürlich auch ein bisschen was aus, das er ist. Benutze ich jetzt nicht so oft, also keine Ahnung, ich habe doch irgendwie immer das Gefühl, wenn ich das in den Kurven einschalte, komme ich kaum um die Kurven oder rutsche viel, viel mehr herum. Also das mache ich dann wirklich nur auf den Geraden und auch da sehr behutsam. Purple jetzt mal eine 1.11.7 ist natürlich katastrophal von der Pace her, aber wir sind auch im Regen. Jo, Turn 1 ist auch sehr gefährlich. Sechste Runde mittlerweile. Und da stellt sich auch für mich die Frage, müssen wir einmal stoppen? Reicht dieser Reifensatz, um durchfahren zu können? Oder wird das Wetter auch viel, viel besser, dass wir dann eventuell auf Softs oder Mediums wechseln können?
das sind halt Fragen, die musst du dir halt während dem Rennen auch stellen. Und natürlich auch immer wieder die Gefahr des Undercuts, wenn du... Oh, rote Flagge. Hey, Randall. Oh, da hinten gibt es einen Stau aus der Haarnadelkurve raus. Ist anscheinend ein Red Bull. Also es war ein dunkelblauer Punkt. Könnte ein Red Bull gewesen sein. Und Leute, ich kann euch sagen, der Regen ist vorbei. Wir dürfen im Trockenen fahren. Verlieren sogar zwei Runden. Das ist aber jetzt ehrlich gesagt mal Nebensache. Aber wir dürfen im Trockenen fahren. Das mir persönlich viel, viel mehr liegt. Und wir gucken uns jetzt mal auf jeden Fall, ja, wir gehen auf die gelben Reifen, probieren da noch durchzufahren natürlich. Jetzt gucken wir uns das Ganze noch einmal an, denn es war tatsächlich Esteban Ocon. Der Dude hat sich hier in der Haarnadelkurve, ja, viel zu spät gebremst und dann weggespinnt. Das war, ja, diese easy Sachen, die halt tatsächlich immer wieder im Game hier mich zum, ja, Lachen bringen. Denn es ist halt so unrealistisch, dass der da reinhält und sich dann wegspinnt und dann vor allem die rote Flagge wegen eines Staus kommt, bringt uns aber allerdings in ein komplett anderes Fenster hier. Lights out und let's go zum dritten Mal in dem heutigen Video. Wir starten von der Pole Position erneut. Norris hat einen schlechten Start, aber Yuki Tsunoda zieht an uns vorbei. Wo nimmt der Duty Pace her? Ich weiß es nicht. Den Berg hinauf, da können wir uns im Windschatten an Yuki dranhängen. Aber der ist verdammt, nein, Norris ist direkt ausgeschieden. Deswegen hatte der auch so einen schlechten Start, vielleicht da gleich Motorschaden beim Start oder so. Das tut mir natürlich leid für ihn. Wir kommen gut aus der Kurve raus, sehr, sehr gut im Windschatten. Saugen wir uns jetzt wieder an Yuki dran. Kann das reichen? Natürlich absolut nicht. Aber wir müssen wieder drei Runden abwarten, bis dann das DRS enable ist. Apropos abwarten. Denn ab dieser Season wird es das geben, dass das DRS automatisch in Runde 2 aktiviert wird. Natürlich vorausgesetzt Safety Car, keine gelben Flaggen und so weiter. Aber nur unter Regenbedingungen darf dann die Rennleitung noch entscheiden. Aber sonst während dem Sprint und auch während den Rennen sind die DRS ab der zweiten Runde enabled. Und da gibt es keine Unterschiede. Natürlich bis auf den Regen. Aber sonst ist es wirklich top. Und das ist wirklich eine Erneuerung, die uns ein... im Rennen absolut mehr Spaß bringen wird. Da bin ich mir nahezu sicher, in Turn 1 ist er ausgeschieden. Das ist schade für Norris, aber gut für uns, denn in der Konstrukteurs-WM, ja, können wir da tatsächlich unseren Vorsprung jetzt weiter ausbauen. Natürlich jetzt mal davon abgesehen, dass auch mein Teamkollege Punkte holt, da bin ich aber guter Dinge, dass das passieren wird. Jetzt aber an Yuki Tsunoda. Das könnte jetzt tatsächlich was werden. Er ist on. Jetzt drehen wir es wieder ab. Reicht nämlich ganz und gar nicht noch, um an ihn dran zu kommen. Natürlich müssen wir jetzt auch auf die Reifen aufpassen. Denn sollte ich mich dazu entscheiden, mit diesem Satz durchfahren zu wollen, darf ich natürlich jetzt auch nicht in diesen ersten Runden so hardcore pushen. Das würde dann komplett eskalieren und das Rennen in Gefahr bringen und mich da zum zweiten Boxenstopp zwingen. Yuki ist halt wirklich sehr, sehr gefuchst. Der ist sauschnell und aus der letzten Season wissen wir auch schon, der hat wirklich richtig Coronis, wenn es bedeutet, hier um Pace zu gehen. Wir holen jetzt mal die schnellste Rennrunde, eine 1,46. Das ist schon unfassbar. Schnell in Spielberg. Aus der ersten Kurve raus kommen wir gut. Wir dürfen den Heckflügel aufmachen. Im Windschatten kommen wir aber nicht besonders nah dran. Es bleibt um die 2 Zehntel. Ich setze mich hier jetzt mal auf den Berg neben ihn. Probieren, einen besseren Exit zu bekommen. Das reicht. Wir kommen ganz, ganz nah an Yuki dran. Das DRS ist wieder offen, das ERS drehen wir jetzt auch auf, aber er deckt etwas mehr links ab. Bro, was machst du denn? Er hat Moving Under Braking gemacht, habt ihr das gesehen? Während dem Bremsen ist er noch einmal rübergezuckt, das hat mich komplett irritiert. Also das ist nicht gerade schön. Das ist nicht schön, wenn das passiert, Yuki. Also das sollte auch nicht öfters sein. Also meiner Meinung nach war das, oder es war so ein leichtes Waving, also das hat war auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Vielleicht haben wir das nachher in der Replay noch einmal drin. Ja, das wirft mich natürlich jetzt wieder eine halbe Sekunde zurück und ich muss mich wieder erneut da an sein Heck dran arbeiten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin da wirklich auf der letzten Rille. Ich möchte das unbedingt. Das ist natürlich mein Heim-Grand Prix. Es ist toll, hier das letzte Mal mit dem Audi zu sein. Und wie gesagt, schreibt doch gerne in die Kommentare Vorschläge rein, mit welchem Team wir als nächstes eine MyTeam-Karriere starten sollen. Legendär, zukünftig oder auch Vergangenheit. Alles ist erlaubt. Sodala. Aus der Kurve raus komme ich einfach top. Da gehen wir direkt an ihn, setzen uns da direkt neben ihn.
Der ERS-Button ist gedrückt, doch das reicht nicht. Der hält da die ganze Zeit mit seiner Nase hinten rein. Und jetzt aber, wir gehen links außen an ihn da mal, um ihn da mal zu zeigen, wir sind auch da und gehen in Turn uns rein. Nein. Wir hatten hier den unfassbar beschissensten Zeitpunkt für einen Oversteer. Das war wirklich gar nichts. Wir fallen auf den 5. Platz zurück. Kostet natürlich Reifen, aber was noch viel, viel schlimmer ist, es kostet aktuell sogar das Podium. Nicht nur den Sieg, sondern auch das Podium. Ja, das ist wirklich nicht nach Plan gelaufen. Das ist so scheiße. Teamkollege ist eine Sekunde vor uns. Das bedeutet, er ist also in der Top-4er-Gruppe. Das ist schon mal toll. Gucken wir uns mal die Replay an zum Restart hier. Und da fällt mir auf jeden Fall auf. Yuki hatte so einen tollen Start. Der ist da auch direkt wieder mal an uns vorbeigegangen. Und da sollte jetzt Norris hinten weiter sein. Das sieht man gar nicht mehr. Also da war es direkt gelb. Ich hätte geglaubt, dass ich Norris da sehe. Ja, das war Runde 10. Ich hatte da versucht mal Yuki. Ja, genau. Das war dieser Moment, wo ich gesagt habe, so Bro, du hast so safe gewaved hier oder gemoved. Also mir kam das sehr, sehr spanisch vor. Jetzt sind wir immerhin mal am Heck von Max Verstappen dran, können uns hier spät reinbremsen. Auch wenn ich natürlich hier kaum mehr Chancen habe auf den Sieg, möchte ich natürlich immerhin aufs Podium und das ist locker drin. Der Teamkollege ist dann tatsächlich eine Sekunde hinter uns gewesen und nicht vor uns, denn das ist sein Sieg. Der hier vor uns fährt, das holt Piastri überhaupt Punkte, Leute? Schafft er über Punkte? Ich bin mir da absolut nicht sicher, dass das heute für Punkte reichen wird. Aber ja, das müssen wir uns dann auf jeden Fall geben. Egal, jetzt mal Focus. Sainz, Hauger, die sollten locker drin sein. Yuki ist da wirklich meilenweit von entfernt, dass wir nur annähernd was machen können. Jetzt Windschatten, DRS und ERS. Wir gehen links an Sainz vorbei. Und ich glaube, das sollte dann tatsächlich reichen, auch wenn er da nochmal draufhalten will, funktioniert das nicht. Wir sind wieder auf Podiumskurs, das ist wichtig und das ist, glaube ich, auch eines der wichtigsten Ziele des heutigen Rennens. Aber es ist natürlich trotzdem bitter, wenn du da 10 Runden vor Schluss oder 11, 12 Runden vor Schluss, ja, das Rennen quasi wegwirfst, weil du hier in der unnötigsten Kurve überhaupt oder in der unmöglichsten Kurve überhaupt, denn ja, Pendler bekommst. Über 3 Sekunden ist Hauger weg. Und ja, über 3 Sekunden ist Yuki bereits weg. Hauger jetzt in Schlagdistanz. Also wir sind jetzt in Schlagdistanz, ihn zu overtaken. Aus der letzten Kurve raus, wie immer, toller Exit. Windschatten ist zwar kaum vorhanden, dafür hat Sainz einen großen Windschatten. Der zieht hier mal neben uns dran. Den lasse ich hier aber mal über. Denn das, der war komplett mit dem Auto hinter uns. Bringt uns aber auf jeden Fall mal weiter weg nochmal von Piastri jetzt. Ach, von Piastri, von Hauger. Ich frage mich auch, wo Piastri ist. Das ist wirklich bitter, dass der da tatsächlich irgendwie hinten in dieser Riesengruppe verhangen ist. Verstappen jetzt auf dem 4. Platz. Wir gehen an Haugers Heck dran. Einmal rechts antäuschen, links vorbei, weit über den Körper drüber. Es geht in die Kurve rein, leichter Quersteher hier. Natürlich, die Reifen sind nicht mehr die neuesten. Wir fahren seit über 10 Runden mit diesem Reifensatz. Und es geht hier wieder in die Schicksalskurve von vorhin, wo ich meinen Sieg quasi weggeschmissen habe. Und sind jetzt an Dennis Hauger vorbei. 20. Runde. Und wir haben es geschafft. Wir können hier zwar vorerst mal durchatmen, aber auch Max Verstappen hat an uns aufgeschlossen. Und Hauger ist da tatsächlich nah dran. Sehr, sehr nah dran. Den Berg hoch werde ich hier gejagt von gleich 2 Autos, muss hier weit gehen und dann lasse ich ihnen die Tür für Hauger offen. Wer hat das bessere Beschleunigungswesen hier? Nein, wer gewinnt das Beschleunigungsduell, sagen wir mal so. Und das kann wirklich knapp werden. Hier unten in der Rauchkurve geht es Rad an Rad beinahe mit Dennis Hauger. Es geht hier tatsächlich um einen wichtigen 2. Platz. Schaffen wir es, vor Hauger und vor Verstappen zu kommen, denn sollten uns beide holen, verliere ich mein Podium und das ist natürlich der Worst Case. Wir gucken uns hier Runde 14 noch einmal an, das war gegen Max Verstappen, unten ebenfalls in dieser Rauchkurve
da war ich ehrlich gesagt mit so einem Überschuss dran, da konnten ja kaum was passieren. Und dann 18. Runde mittlerweile, waren wir dann immer noch hinter Hogger. Und ich war, oh, weit neben der Strecke. Und guck dich das mal an, noch ein Pendler, noch ein Pendler. Und da kommen wir ganz, ganz, was habe ich da niedergeführt? Da war ja gar nichts, okay. Wir waren da wirklich weit neben der Strecke und das hätte tatsächlich zu einem absoluten Worst Case führen können. Der Abflug war nahezu möglich, 21. Runde, und das war dann dieser Moment, gerade was wir gesehen haben. Es ist ein enges Duell hier mit dem McLaren, mit dem Red Bull. Es ist verdammt knapp und ja, da konnten wir uns gerade noch so vorne halten, auch wenn Hogger hier innen tatsächlich eine tolle Linie gefahren ist und uns da tatsächlich ganz, ganz eng, ganz knapp geworden ist. Das ist verdammt, verdammt, verdammt knapp gewesen. 25. Runde, Yuki Tsunoda ist fast 10 Sekunden weg, also der hat da wirklich vorneweg kaum Probleme gehabt, gewinnt das Rennen easy. Ist natürlich schade, den letzten Heimkampf gegen Audi konnten wir auch nicht gewinnen. Immerhin den Sprint. Gucken wir uns mal die Siegerehrung an. Die Teamleistung hat hier in der Steiermark zum Sieg geführt. Stefan, sag mal, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst, und so weit nach vorne ins Feld fahren. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es bei Mercedes heute Abend sicher reichlich zu feiern geben. Und sie haben es sich auch verdient. Wir werden Zweiter und ich darf auch nicht vergessen, wir waren am Anfang in Regenbedingungen und all in all verliere ich nur 2 Punkte gegen Yuki. Das ist dann wirklich ertragbar. Piastri ist 8. geworden, nein, 9. geworden. Naja, geht besser, geht aber auch schlechter. 79 Punkte sind wir jetzt vor Thieu Bouchard. Der war ja gar nicht in den Top 5, das ist bitter. Wir sind Erster in der Konstrukteursmeile und das ist wirklich meilenweiter Vorsprung. Für heute war es das aber mal. Es war wirklich eine tolle Folge. War wirklich viel Ups und Downs. Wir hatten Red Flag, wir hatten Ausfälle, Regen, Trockenheit, Sprint. Also ich glaube, man darf sich heute echt nicht beschweren. Abonniert gern kostenlos den Channel. Lasst auch gern Däumchen rum da, bevor es dann übermorgen hier weitergehen wird. Auch die Launches gehen diese Woche weiter. Und also halt Anfang nächster Woche weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Und schaut auch auf Social Media vorbei. Und ciao. Aber warte mal, neuer Sponsor hier. Ja, wir werden natürlich auch wieder die unerreichbar machen. Bis zum nächsten Mal und ciao.